Wir kommen zu einem weiteren Highlight in dieser Show. Ja, und ehrlich gesagt auch zu einer unglaublichen Geschichte, die ich in diesem Jahr selbst erleben durfte. Denn eines Morgens rief mich mein Management an und fragte mich, ob ich Lust hätte, ein Duett aufzunehmen. Ich dachte, ja, natürlich. Ein Duett mit wem? Mit Elvis war die Antwort. Ja, Sie können sich vorstellen, wie überrascht, aber ehrlich gesagt noch viel mehr, wie geehrt ich mich gefühlt habe. In den weltberühmten Abbey Road Studios in London wurden Elvis Songs in einem neuen Arrangement des Royal Philharmonic Orchestras aufgenommen. Und ich begrüße jetzt die Frau, die für dieses Duett verantwortlich ist. Die Frau von Elvis, Priscilla Presley. Welcome and good evening. You will always on my mind. Thank you so much. Can you hear me? Okay, there we go. Yes. Thank you. It's such an honor for me, to be honest. Oh, my goodness, a beautiful show. Really Thank beautiful. You. Eine wunderbare Show. And so Wunderschön. Oh, danke schön. Und sind zu allen so nett. Das ist Liebe wirklich toll. Priscilla, Sie sind quasi, ja, Sie sind die Produzentin des neuen Albums The Wonder of You. Das neue Elvis-Album ist erschienen und, naja, es ist ja sozusagen die zweite Auflage. Es gab schon mal ein Vorgängeralbum und Michael Bublé war derjenige, der als einziger Duettpartner auf diesem Album zu hören ist. Für mich eine irrsinnige Ehre, dass ich dieses Mal die Duettpartnerin von Elvis sein darf. Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, also Elvis-Songs orchestral aufzunehmen? Yes, this is actually yeah. The Wonder of You. Das Wonder of You ist eigentlich etwas, was eigentlich aus dem Oktober ist. Und der erste Ansatz war ja damals, habe ich gedacht, Mensch, ich träume davon, es mit dem Royal Philharmonic Orchestra zu machen. Wir haben es einfach nur ein bisschen schöner gemacht, nicht verändert, sondern einfach nur schöner. Elvis wollte ja eigentlich gerne mit einem Orchester spielen. Er wollte hierher kommen und wirklich groß auftreten, mit großem Orchester. Ich weiß das noch, dass er das immer wollte. Don Whitman, der ist auch ein Produzent, wie ich auch, der hat das Album zusammengestellt und da ist Don zu mir gekommen und hat gesagt, Priscilla, vor 3 Jahren war das eigentlich schon, was wäre, wenn Elvis mit dem Philharmonic Orchestra auftreten könnte? Und dann habe ich gesagt, das muss sein, das müssen wir unbedingt machen, weil das ist etwas, wovon er immer geträumt hat. Und Sony als Plattenlabel hat gesagt, ja klar, und deshalb hier sind wir mit dem zweiten Album. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch eine Tour aufgelegt, die wir jetzt gerade konzipiert haben. Und da haben wir 6 Städte in Großbritannien ausgesucht. Unglaublich, unfassbar. Und im Mai werden wir damit nach Deutschland kommen. Oberhausen, ja. Und wir haben München, Berlin, viele Städte auch in Deutschland. Das wird wirklich unheimlich aufregend. Definitiv, ich werde dabei sein. Ja, please ja, come, ja. Please come. Auf jeden Fall, bitte, bitte komm dahin. Ich muss sagen, ja, ich muss wirklich sagen, die Studioaufnahmen, also als ich in London war und habe das Royal Philharmonic Orchestra gehört, das war für mich ein so magischer und emotionaler Moment. Ich hatte fast das Gefühl, spürbar mit ihm singen zu dürfen. Und heute ist es ein ganz besonderer Moment, dass Sie heute Abend dieses Duett quasi exklusiv auch erleben werden. Also wir haben für Sie einen Platz hier vorne reserviert und ich bin ein bisschen aufgeregt, dass ich das jetzt vor Ihnen singen darf. Ja, Just Pretend, ein wunderschöner Song und dank Ihrer Hilfe darf ich ihn mit Elvis singen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich bin sicher, du machst das wunderbar und das ist aber zutiefst berührend, muss ich wirklich sagen. Dankeschön, Priscilla. Just Pretend mit Elvis Presley. Vielen Dank an Sie, liebe Priscilla.